Hallo, hier ist wieder Rainer. Heute ist mein Thema Kite-Killer. Ich habe solche mit dieser Plastiköse. Das Funktionsprinzip ist einfach. Man nimmt die Bremsleine, fädelt die hier durch. Und schlauft das Ganze dann an den Tampen der Bremsleine des Händels an. So, und jetzt sieht man auch schon, was mir bei dieser ganzen Sache nicht gefällt. Das Ding rutscht nämlich auf der Schnur frei hin und her. Und auch bei gelöster Bremse hängt die Bremsleine nicht ganz durch, weil das Gewicht des Adapters und der Schnur die Bremsleine so ein bisschen auf Spannung halten. Und das kann gerade in Leichtwindbedingungen etwas hinderlich sein. Hauptsächlich aber finde ich die Bedienung umständlich, da ich meinen Kite angeschlauft lasse und die Kite-Killer beim Aufwinden der Leinen auf den Winder einfach störend sind. Da muss man die abschlaufen. Außerdem ist es so, wenn man den Kite gelandet hat und er ein bisschen ungünstig liegt, wenn man hin will, dann muss man aus diesen Handgelenkmanschetten raus. Und die anzulegen ist gerade im Winter, wie man sieht, auch ein bisschen umständlich. Man stellte sich vor, man hat noch Handschuhe an, dann dauert das Ganze noch länger. Dann muss man wieder raus und wenn man dann zum Kite zurückkommt, muss man wieder rein. Meine Lösung daher: Karabinerhaken. In diesem Fall habe ich welche mit so einer eingearbeiteten Öse. Also schiebt man die Schnur hier raus, öffnet den Knoten, entfernt dieses Plastikteil, schiebt den Karabiner auf die Schnur und befestigt ihn mit einer Schlaufe, in diesem Fall ein einfacher Palsteg. Das Ganze sieht dann so aus. Und schon kann ich mich an die Schlaufe des Händels einfach einklinken und auch genauso einfach wieder ausklinken. Das Ganze funktioniert auch mit Handschlaufen, wenn man einen Zweiliner fliegt. Ein weiterer Vorteil des Karabinerhakens ist, dass man ihn auch in Verbindung mit einer Bar benutzen kann, insbesondere dieser Bar mit Chicken Loop. Denn hier sind die Tampen der Bremsleinen so lang, dass die Schnur des Kite-Killers schon fast nicht mehr ausreichen würde. Zu empfehlen ist der Kite-Killer dann beim Standkiten oder beim Kiten mit Gesäßleder. Denn wenn man das Quick Release auslöst, ist der Kite ja erstmal weg. Um das zu verhindern, nimmt man wieder seinen Karabiner und klinkt sich in diesen Querstrap ein. Das ist die Leine, dieser Querstrap, mit dem man den Kite auch landet. Und dann hängt der Kite an dieser Bremsleine, an diesem Bremstrap. Ich habe mir hier mit der Nähmaschine eine kleine Naht reingemacht und so eine Schlaufe erzeugt, wo ich den Karabiner einfach in der Mitte einhängen kann. Der einzige Nachteil ist, wenn man sich hier mit dem Karabiner eingehängt hat und dann kann man nach einem Loop die Leinen mit der Bar nicht mehr ausdrehen, was ja sonst möglich wäre. In dem Falle würde sich ja dann die Schnur des Kite-Killers vom Handgelenk hier eindrieseln. Meine Empfehlung also: die Kite-Killer verwenden mit Karabinerhaken. Ich hoffe, der Tipp hat euch was gebracht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.